Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dragonnest. Ja, und zwar werden wir uns heute erstmal kurz nochmal mit der Gilde beschäftigen. Ich hatte ja schon in einer der letzten Folgen ein bisschen Werbung für die Gilde wieder gemacht. Bisher noch hat sich noch keiner gemeldet. Angeblich würde man es auch noch nicht finden. Ich stelle das hier einfach mal um. Nämlich auf rekrutierte Besatzung, nämlich einfach mal alle Klassen mit reinnehmen. Krieger, Bogenschützen, Zauberin, Kleriker, Akademiker, Kali, Assassine. Und dann nehmen wir auch nochmal die Stufenanforderungen mit rein und Rekrut für die Gildenmitgliedschaft wurde registriert. So, das heißt, alle Level müssten dann dementsprechend ja sich bewerben können oder sowas in die Richtung. Und man müsste mich eigentlich dann in der Liste finden können, rein theoretisch. Hoffe ich zumindest mal. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Wenn nicht, muss ich mir dann trotzdem noch was einfallen lassen. Geht ja nicht, wäre ja auch doof, wenn man die Gilde jetzt löschen müsste oder sowas in die Richtung. Nur weil da irgendwie irgendwas nicht funktioniert, genau. Naja, okay. Wo müssen wir hin? Ups. Jetzt backt das hier. Okay, gut. Okay. Irgendwas funktioniert gerade nicht so, wie ich das gerne möchte eigentlich. Muss man ja dazu sagen. Robotok. Und die alte Bibliothek, bin ich hier richtig? Oder muss ich hier hin? Ich muss hier runter. Muss ich nochmal schauen, was hat meine alte Bibliothek? Ah, das war dann auch, glaube ich, hier unten gewesen eigentlich. Ja, hier müssen wir in die Ruinen von Riverward, würde ich mal sagen. Hier kommt es hin? Ja, Bestandteile, genau. Wunderbar, das machen wir mal wieder auf Meister. Ja, wenn es klappt. Gut. So, ja, schauen wir mal, ob die Steuerung gleich funktioniert. Ja, richtig. War nur ein kleiner Bug. Der hat sich... Ja, ich wurde da scheinbar ein bisschen festgebackt. Und, ja, ich konnte halt einfach nicht mehr nach links und rechts schauen mit meiner Maus halt. So wie ich das jetzt hier so hier gerade mache. Und dementsprechend war die Bewegung halt auch etwas eingeschränkter. Und ja, gut, scheinbar durch dieses schnelle Laufen entstanden, dass sich da der Krieger etwas relativ schnell festgebackt hat. Aber okay, gut, jetzt ist es ja vorbei, jetzt kann man ja wieder ganz normal spielen. So. Gut. Ja, diesmal bin ich in einer... Aufnahme, die jetzt nicht ganz so krass ist wie die letzte, muss ich sagen. Aber es hat auch, ich muss sagen, ich habe, ja, ich hatte ja auch vorher überlegt, ja, okay, soll ich noch aufnehmen und bin ich ja schon wieder festgebackt. Soll ich noch aufnehmen oder soll ich es halt vielleicht lieber sein lassen oder sowas in die Richtung. Aber im Nachhinein betrachtet war es schon die richtige Entscheidung gewesen, weil es halt zeitlich halt wirklich, an dem Tag relativ eng war. Auch heute, es ist auch wieder, ich hatte ja vorher ein, zwei Folgen ja mal mit dem Thema Zeit und Co. angefangen. Es ist jetzt auch schon wieder so, ne, ich habe gerade etwas später Schule an und, ja, wollte diese Zeit eigentlich dafür nutzen, ja, ein bisschen was aufzunehmen und, von der ursprünglich geplanten Zeit, die ich zur Verfügung stehend hatte, ja, ist am Ende, sagen wir mal so, ein Drittel für die Aufnahme geworden oder wird jetzt wahrscheinlich noch ein Drittel für die Aufnahme werden. Also nicht wirklich viel. Weil man dann halt noch was anderes halt so zu tun hatte. Ups. Ja, auf jeden Fall kann man noch dazu sagen, ich glaube die Folge kommt, wann kommt sie raus? Freitag, ach, die geht schon für Freitag sogar schon. Und ja, wir sind ja jetzt schon mitten in Weihnachten drin. Ich bin verwunderlicherweise sogar etwas mehr in Weihnachtsstimmung als die Jahre zuvor. Weihnachten ist bei mir sozusagen auch wieder zurückgekehrt. Und ja, ich hab's ja, man muss es ja sagen, ich hatte es ja über 3 Jahre hinweg, hatte ich ja nicht wirklich Weihnachten. Es kam halt, wer es jetzt vielleicht noch nicht so richtig weiß oder nicht im Let's Play herausgehört hat, ich habe ja bisher eine Ausbildung als Koch angefangen gehabt, beziehungsweise auch beendet gehabt, also bin sozusagen auch gelernter Koch.
muss man ja so sagen. Und ja, wer es natürlich weiß und wer in der Gastronomie tätig ist, der weiß natürlich, dass man dann halt natürlich auch zu Weihnachten teilweise mal arbeiten muss. Und das bedeutet wiederum, dass eigentlich eine Weihnachtsstimmung oder sowas in die Richtung eigentlich gar nicht aufkommt. Aber man braucht diese Zeit halt einfach wirklich mal, um halt wirklich mal Abstand zu nehmen von dem, was man halt irgendwo, den Stress, den man halt so im Alltag hat, ne? Wie ich schon gesagt hatte, wie ich schon im Eingang erwähnt habe und gesagt habe, dass wir, oder ich, naja, ja, wie soll ich sagen, naja, gerade halt auch das Zeitliche halt, ne, dass man halt wirklich einfach mal sagt, okay, gut, jetzt relaxe ich, jetzt kommt, jetzt passiert erstmal auch gar nichts. Und, dass man halt wirklich einfach abschaltet und das ist halt nicht wirklich gegeben. Natürlich haben auch die Leute in der Gastronomie natürlich auch noch andere, ja, wie soll ich sagen, haben dann andere Tage frei im Jahr oder sowas in die Richtung. Aber es ist doch schon irgendwie etwas Besonderes, dieses Weihnachtsfest, ne? Ich hab's auch am Anfang, habe ich auch gedacht, okay, gut, scheiß drauf halt, ne, wo ich halt auch mit der Ausbildung halt so angefangen hatte, scheiß drauf. So weihnachtlich war's meistens eh nicht so eingestellt, war ja sowieso immer das Gleiche gewesen, aber wenn man es dann auf einmal nicht mehr hat, vermisst man das dann eigentlich schon. Das, was halt eigentlich so über Jahrzehnte und Jahre hinweg typisch eigentlich für, ja, für einen selbst halt eigentlich war. Okay, so. Dann. Oh, wir haben sogar schon einen Fortschritt von 16%, aber ich habe keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen muss. Bin einfach nur in die Instanz reingegangen. Und solange es funktioniert, sage ich auch gar nichts dazu. So, na komm. Jawohl. So. Gut, ja, auf jeden Fall für diese Kampagne müssen wir auf jeden Fall noch in zwei weitere Dungeons hinein, damit wir diese Kampagne dann, oder diesen Teil der Kampagne halt auch abschließen. Mal schauen, wie weit wir, wahrscheinlich müssen wir ja eigentlich auf 33% Fortschritt oder so, müssen wir ja kommen eigentlich. Also pro Instanz eigentlich um die 33% oder sowas in die Richtung. Kann natürlich auch vielleicht von Instanz zu Instanz auch ein Stück weit vielleicht noch variieren. So, und das nächste Thema werde ich mir dann auf jeden Fall, ein Thema werde ich mir mal für die nächste Folge auf jeden Fall mal mit raussuchen. In der nächsten Folge werden wir uns dann mal, oder werde ich euch mal ein bisschen was über Filmen und Co. erzählen. Also ich war jetzt in letzter Zeit zum Beispiel auch relativ oft und häufig im Kino mit gewesen. Und ja, da kann ich euch ja mal zum Beispiel halt mal ein paar Tipps geben, was kann man anschauen und was kann man nicht anschauen. Und ja. So, Sammlerbestandteile sind immer noch bei 16%. Ja, hier ging es auf. Ah ja, jetzt spawnen erstmal ganz viele Monster noch. Ah, es ist zu spät, ihr Idioten. Ja, ihr Wohl für die Kinder ist alles auf. Ja, ja. Hm? Jetzt steht dort einer. Na gut, jetzt steht er nicht mehr. So, können wir auch nochmal unsere ultimative Fertigkeit können wir auch nochmal mit einsetzen. Das sind ja ganz schön viele, muss ich sagen, hier. Also ich freue mich auf jeden Fall schon mal wieder, wenn es mal wieder ein bisschen Abwechslung jetzt mittlerweile dann auch mal demnächst mal wieder reinkommt.
Weil, ich glaube, ach ja, wir haben ja hier, haben wir ja, glaube ich, dann noch, die letzte Instanz. Ich glaube, Feuer waren wir bisher, glaube ich, noch nicht gewesen. Wenn halt mal wirklich ein bisschen mehr Abwechslung wieder reinkommt an Instanzen oder sowas in die, oder an Dungeons allgemein halt. 44 haben wir dann auch noch den Klassensplit, so im ersten Jahr erstmal. Okay, Relikt kann jetzt benutzt werden. Ah ja, wo ist es denn? Da ist es. So, nochmal Freiräumen hier. Okay, nochmal auf. Und damit müssen wir, wurde das Portal geöffnet. Und wir können auch gleich in den nächsten Raum weitergehen. Alles natürlich noch mit aufheben. Alles Geld. Okay, und das war's dann auch schon für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.